Okay. 21. Ganz richtig. 21 Grundrisse perfekt auf den Familienurlaub abgestimmt. Egal ob im SUV, Wohnwagen oder Wohnmobil. Dabei haben wir uns immer an euren Wünschen orientiert, um einen optimalen Urlaub mit der Familie zu schaffen. Bei dem Thema Grundrisse ist bei Familie die Frage nach den Schlafplätzen immer ein wichtiger Aspekt, wenn es um die Wahl des richtigen Fahrzeugs geht. Unsere Modelle bieten deshalb unterschiedliche Antworten an, je nach Wünschen und Vorstellungen der Familien. Für uns am sinnvollsten sind die Stockbetten für die Kinder definitiv 2 Stockbetten. Fürs Ehepaar so ein King-Size-Bett hinten über der Heckgarage. Mit Alkoven könnte man vorstellen oder halt dann vorne und hinten die Betten. Also ich sag mal so, neben den Betten für die Eltern nochmal Separatbetten für die Kinder. Stockbetten. Und eine große Sitzgruppe. Ich hatte auch Stockbetten als Kind. Ich finde es irgendwie cool. Ich habe meine Tochter gerade gefragt, die findet Stockbetten auch cool. Unsere Wohnwagen wie etwa der Caravan QDK bietet mit seinen Stockbetten, die optional sogar auf 3 Etagen erweitert werden können, eine optimale Lösung für Familien mit jungen Kindern an. Denn dadurch ist kein Umbau nötig, sodass Eltern ihre Kinder einfach und unkompliziert ins Bett bringen und danach ungestört im vorderen Bereich an der Sitzgruppe sitzen können. Für Paare oder Eltern, die auch gerne mal ohne die Kinder unterwegs sind, bieten unsere SUV-Modelle dank ihrer Hubbetten eine flexible und kompakte Lösung an. Die Carabus und Caratour-Serie bieten bis zu 5 Schlafplätze an und haben trotz des schlanken Innenraumdesigns enorm viel Platz, so dass es die gesamte Familie bequem hat. Die Querbetten wie hier im Carabus 600K sind 2 Meter lang, wodurch auch große Menschen ausreichend Platz haben. Im Carabus MQH ist dank seiner Stehhöhe von 2,9 Meter selbst bei ausgezogenem Hubbett das gemeinsame Sitzen in der Sitzgruppe möglich. Dank des Hubbetts geht kein Raum verloren. Mit ihren 8 unterschiedlichen Grundrissen bieten die Carabus und Caratour-Modelle umfangreiche Ausstattungsmöglichkeiten individuell an. Wer mehr zu den verschiedenen Grundrissen bei unseren SUVs wissen möchte, dem verlinken wir oben rechts die Infobox. Unsere Wohnmobile wie der Carahome mit seiner Alkove bringt sogar bis zu 7 Schlafplätze mit. Bei unserem voll integrierten Caracore 650 MF lässt sich das Hubbett bequem ausfahren und bietet somit insgesamt 5 Schlafplätze. Außerdem verfügen unsere Hubbetten in der Regel über einen Fallschutz, die für einen ruhigen Schlaf bei Eltern sorgen. Ganz wichtig, eine große Heckgarage, dass man auch das Gepäck für die Familie mitbekommt. Und natürlich genug Stauraum. Deshalb verfügen unsere SUV-Modelle über ausreichend Stauraum, um zum Beispiel Kleidung, Ausrüstung und Camping-Equipment zu transportieren. Bei unseren Wohnmobilen bietet die integrierte Heckgarage im Carahome wie auch im Carasuite und dem Caracore nochmals zusätzlich Platz, damit alles an Bord und mit dabei ist. Ich sage jetzt mal, ist das das Genialste, was ich bis jetzt gesehen habe hier auf der Messe. Der Campingurlaub ist grundsätzlich mal chilliger. Für die Eltern, auch fürs Kind, ganz klar. Dass es eigentlich fast auf jedem Campingplatz einen Fußballplatz gibt. Man ist viel freier. Man ist einfach frei, man kann dahin, wo man gerne hin möchte. Wir haben ganz viele Freunde gefunden, mit denen wir uns immer wieder treffen auf verschiedenen Campingplätzen und das ist einfach schön.